Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Amelung, lieber Eckhard von Hirschhausen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich greife gerne etwas auf. Eckhard von Hirschhausen war hier, um und ist hier, um mit Humor zu provozieren, Sie zum Nachdenken, mich natürlich auch zu provozieren. Deswegen werde ich ein bisschen weg von meinem Manuskript gehen, aber glaube ich doch, die Themen, die mir wichtig sind, die Ihnen wichtig sind, die Sie auch zu einem wichtigen Partner für uns macht im Hinblick auf die notwendige Weiterentwicklung des Gesundheitswesens anzusprechen. Wenn wir überlegen, welche Veränderungen wir wollen, und der Bundesverband Managed Care verbindet damit ja die Vorstellung vor allen Dingen, dass sich alle mehr denn je als Mannschaft, als Team verstehen, um den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten, auch der Menschen vor einer Erkrankung, vorbeugen ist besser als heilen, besser gerecht zu werden, dann geht das gar nicht, ohne dass wir uns die Frage natürlich nach der Kommunikation zwischen den Beteiligten stellen. Und da gab es wunderbare Beispiele, gerade bei Eckhard von Hirschhausen, wie viel wir da noch tun müssen. Die AOK-Studie, dass 54% der Menschen nicht in der Lage sind, die sie selbst betreffende Information ihrer Ärztin, ihres Arztes, der Pflegerin, des Apothekers richtig zu verstehen. Ich habe gern dafür die Schirmherrschaft übernommen. Ich hoffe, die AOK nimmt mir nicht übel, wenn ich gerade deswegen, weil ich mich als Schirmherr gerne zu dieser Aktivität bekenne, sage, der Umstand, dass wir, warum verstehen wir uns nicht so gut, Health Literacy nennen, macht ja schon deutlich, wo das Problem ist. Man hätte ja vielleicht auch ein bisschen anders darüber, wie verstehen wir einander, besser reden können, als dass wir das Health Literacy nennen. Das ist halt so, früher sprach der Doktor Latein, dann war er gebildet, heute spricht man besser Englisch, dann ist man very international. Man kann ja auch so sprechen, dass einen die Menschen verstehen, und ich erlaube die Bemerkung, ein verständlicher Satz muss nicht automatisch teurer sein als ein unverständlicher. Weil in der Frage, ob Kompetenz, ob Gesprächsführungsbefähigung zuallererst damit zu tun hat, was ich wie vergüte, bei allem, wo wir auch in Vergütungssystemen Prioritätensetzung, vielleicht auch Fehler in Prioritätensetzung sehen mögen, ich bin davon überzeugt, dass in der Frage, kann ich zuhören, spreche ich so, dass ich verstanden werde, nicht allein die Frage sozusagen des Minutenzählens und anderem entscheidend ist, sondern die Frage, stelle ich mich darauf ein? Will ich zuhören, weil ich der Überzeugung bin, dass eine pflegerische, eine medizinische Leistung nur erbracht werden kann, wenn es zu einer vernünftigen Beziehung zwischen Patientin, Patienten, Pflegebedürftigen und den Menschen, die sich um diese Person kümmern, kommt. Und da ist vieles zu tun. Gesundheitskompetenzen der Bevölkerung erhöhen, Informationen so aufbereiten, dass sie wirklich verstanden wird. Da gibt es gute Beispiele, aber weil wir ein sehr zersplittertes Gesundheitswesen sind, gibt es eben sehr viele gute Beispiele und nicht das eine große Gesundheitsportal, wie wir sicher eins auch in Deutschland entwickeln sollten. Das ist übrigens interessant. Die Österreicher machen ein Portal und verlinken das dann mit deutschen Informationen. Eigentlich klug. Dachmarke und dann Equic Gesundheitsinformationen, anderes mehr, werden Sie in österreichischen Seiten schnell hingewiesen. Also die Frage, wie wir unsere Information sinnvoller so bündeln, dass sie die Menschen auch erreichen. Millionen Menschen nutzen regelmäßig das Internet, um sich über irgendetwas, ihre Gesundheit betreffend, zu informieren. Der Arzt ärgert sich, der erste Arztkontakt ist die Frage nach der Zweitmeinung. Und das führt dazu, dass Ärzte sagen, ich bin's leid, gegen Dr. Google zu anzugehen. Ist aber keine Ansage, sondern ist eine Veränderung, der auch Medizinerinnen und Mediziner, alle daran Beteiligten, besser werden Rechnung tragen müssen. Das hat Aufgabe an die Informationsarbeit, die wir zwischen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut, IQWiG und anderen machen. Das ist die eine Seite. Das hat aber auch damit zu tun, wie befähigen wir Menschen, die die Aufgabe haben, Patientinnen, Patienten, Fragen zur Gesundheit zu beantworten, das auch richtig zu kommunizieren. Und da glaube ich, und ich bin ja nun von Haus aus Jurist und nicht Medizinerin, Mediziner, da geht es den Medizinern so wie anderen akademischen Berufen in Deutschland, nämlich dass die deutsche akademische Ausbildung von der Überzeugung irgendwie geprägt ist, wer fachlich gut ist, kann auch sicher automatisch gut kommunizieren. Der großartige Anglist ist sicher ein toller Englischlehrer, jetzt hat der arme Mann aber Angst vor Kindern.
wie soll der eine Klasse ordentlich erreichen? Wie soll ein guter Jurist automatisch ein engagierter Anwalt oder ein unparteiischer Richter oder sein, wenn nicht auch Fähigkeiten jenseits des konkreten Fachwissens eine stärkere Rolle spielen? Und das ist in vielen Ausbildungsgängen nicht der Fall. Und wir haben uns im Rahmen des nationalen Krebsplanes mit dem ganzen Thema Patientenzentrierung, wie erreichen wir es, dass Menschen die Informationen, die sie betreffen, gut verstehen? Und es gibt beim Krebsforschungszentrum den Krebsinformationsdienst als sozusagen eine Sachkundige und Verständnis, auch das Verständnis der Menschen treffende Informationshotline, wenn man so will. Aber wie erreichen wir das insgesamt? Und deswegen haben wir ja in einem Rahmen eines Projektes gefördert, und es war toll, dass alle medizinischen Fakultäten sich beteiligt haben, ein Curriculum, das nur durch den gesamten Studienverlauf das Ziel hat, die Vermittlung kommunikativer Fähigkeiten zu einem wesentlichen Bestandteil der Ausbildung unserer zukünftigen Ärztinnen und Ärzte zu machen. Sicher kein Zufall, dass das seinen Sitz im nationalen Krebsplan hatte. Weil natürlich gerade bei Diagnosen, die gemeinhin einen richtigen Schock auslösen, es besonders wichtig ist, wie erreiche ich eigentlich Menschen, übrigens auch ihre Angehörigen, dann eigentlich mit angemessenen Informationen über Krankheit, Krankheitsverläufe, Behandlungsoptionen. Vor 40 Jahren hätte man bei einer Diagnose bei mir einer Krebserkrankung im Zweifel meine Frau informiert, mit dem Unterton, das werden wir ihm doch wohl nicht sagen. Das wäre heute ein Verstoß gegen das Patientenrechtegesetz. Wir sind aus diesem Pendel vielleicht ein bisschen sehr in den anderen, nur hart ist wahr, alle Fakten auf den Kopf, und wie geht es dann weiter und wie beteiligen wir Menschen dann, richtige Entscheidungen zu treffen? Und insofern ist es gut, dass wir dieses Mustercurriculum entwickelt haben, seit Beginn letzten Jahres ein ähnliches Mustercurriculum für die Ausbildung in der Pflege entwickeln, mit dem Ziel, dass diejenigen, die mit Patientinnen und Patienten Kontakt haben, zusammenarbeiten, nicht nur fachlich gut sind, das sind sie bei uns, sie sind auch in vieler Weise, sehen sich als Naturtalent durch selber gewählte Weiterbildungsschwerpunkte oder anderes kommunikativ häufig gut, aber es ist eben kein Regelbestandteil der Ausbildung, und das werden wir sicher ändern müssen. Wie schaffen wir es also, Menschen frühzeitig zu informieren? Und da greife ich auch nochmal etwas auf von Eckhard von Hirschhausen, eben auch nicht nur diejenigen, die ohnehin das Volkshochschulprogramm jedes Mal durchblättern, wo geht es denn um meine Gesundheit, denn da werde ich ja ganz sicher hingehen, sondern alle anderen. Und das Präventionsgesetz hat ja deswegen, wir haben 10 Jahre streitig darüber diskutiert, gesagt, dieses Streit, Verhältnis, Verhaltensprävention, den tun wir jetzt mal zu den Akten. Es geht um Gesundheitsentscheidungen der Einzelnen, aber diese erreichen wir nicht nur als Einzelne, sondern gerade die Menschen, die wir sonst nicht erreichen, die erreichen wir am besten, wenn wir Gesundheitsinformation, Aufklärung, Prävention in Lebenswelten verankern, in denen Menschen sich sowieso leben, lernend, arbeitend aufhalten. Also indem wir in der Kita, in der Schule, am Arbeitsplatz und erstmalig auch in der solidarischen Pflegeversicherung einen Pflichtauftrag zur Präventionsarbeit, auch in der stationären Altenhilfe, Prävention zum Thema machen. Deutliche Ansage, dafür mehr auszugeben. Wir haben zum Beginn des letzten Jahres die gesetzlichen Krankenversicherungen entsprechend verpflichtet, die Gelder in diesem Bereich nachgerade, die verpflichtend sind, zu verdoppeln. Dann sind wir bei 500 Millionen und finden das ganz toll, und es ist ein wichtiger Schritt. Mancher von den Kassen hat gesagt, können wir den nicht schrittweise gehen, muss das alles auf einmal sein. Also jetzt 500 Millionen für diese Präventionsarbeit. Heute am 24. Januar geben wir mehr als 500 Millionen für Beheilung, für Behandlung aus. Also wenn man sozusagen die 500 Millionen Prävention in diesem Jahr in Beziehung setzt zu dem, was wir sonst so machen im gesetzlichen Gesundheitswesen, werden wir an diesem einen Tag aller Voraussicht nach mehr als 500 Millionen für Behandlung ausgegeben haben, was zeigt, dass wir in diesem Prozess vermeiden, früh erkennen, leitliniengerecht behandeln, damit möglichst schnell Erfolge auch eintreten, die Menschen auch beteiligen daran und nicht sozusagen Krankheitsverläufe nicht in angemessener Weise begleitet werden und dann durch Verschärfungen des Gesundheit oder Verschlechterung des Gesundheitszustands, erstens dramatische Lebensqualitätsbeeinträchtigungen, die vermeidbar gewesen wären, nicht vermieden werden, und natürlich auch unnötige
Kosten auf unser Gesundheitswesen zukommen. Ich habe mir erlaubt, im Kabinett mal als Zahlenvergleich damals zu nennen, als wir die Hospiz- und Palliativmedizin ausbauten, haben wir die Kosten geschätzt auf 250 Millionen Euro im Jahr. Da kann man zusammenzucken und sagen, der Gröhe gibt zu viel Geld aus. Man kann aber auch die Vorstellung haben, in Deutschland wird nicht 10-mal, nicht 20-mal, sondern 100-mal so viel ausgegeben, um die Gesundheitsfolgen von Nikotinkonsum zu behandeln. 25 Milliarden. 100-mal so viel wie unsere angeblich so kostspieligen Mehraufwendungen im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung. Also daran sieht man, wir müssen da, wo immer möglich, ansetzen, und da verschiedene Aktionen erwähnt worden sind, sage ich mal, ich bin stolz darauf, dass die Maßnahmen, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, viele doch auch in den Schulen, etwa im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, ergreifen, nicht mit dem Rauchen anzufangen, insgesamt gute Früchte zeigen. Wir eine der niedrigsten jugendlichen Raucherquoten überhaupt haben, aber es wird viel Mühe bedürfen und immer wieder nachlassen. Man darf dann nie nachlassen, damit es erstens für nachkommende junge Leute selbstverständlich bleibt, und hoffentlich bleiben all diejenigen auch dann im weiteren Lebensverlauf dabei, auf Rauchen zu verzichten. Dass wir das Thema in die Schulen tragen, ein bisschen ist ein Vorteil. Natürlich wünschte man sich manchmal, das könnte alles die Gesundheitspolitik vorgeben. Ich weiß, wir haben das am Beispiel der Wiederbelebungsmaßnahmen und der Schule erlebt. Wann entsteht ein Kultusministerkonferenzbeschluss? Wann wird der in der Schule zur Realität? Und. Das ist ein gewisser Weg. Es gibt gleichzeitig erfreulich durchaus auch Wettbewerb um gute Ideen. Ich habe neulich in einem Gymnasium in meinem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen einen Mittelstundenunterrichtsfach SPOBIG, Sport, Biologie, Gesundheit besucht, das als Wahlpflichtfach zugelassen ist, bei dem es wird übrigens wissenschaftlich auch begleitet, um daraus weitere Folgen zu ziehen, mit sportlichen Übungen bestimmte Dinge, dann die Abläufe im Körper, das Gleichgewichtsorgan wurde anhand sportlicher Übungen, die sozusagen den Gleichgewichtssinn herausforderten, erklärt, und hier wurde ein ausgesprochen anspruchsvoller Schulunterricht verbunden mit Informationen über eigenen Körper, über eigene Gesundheit und mit sportlicher Ertüchtigung. Ein durchaus super interessantes Modell. Und das ist dann ja vielleicht auch der Vorteil, dass es nicht zentralistisch vorgegeben wird, wenn an vielen Orten man immer wieder sich Mühe gibt, Dinge neu auf den Weg zu bringen. Kommunikation, Stärkung der Kompetenz der Patientinnen und Patienten, ihre Informationen wahrzunehmen und zu verstehen, der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegekräfte sich so auszudrücken, dass sie verstehen, dass sie Menschen mitnehmen, und schließlich ein anderes Leitbild in dem Aufbau unseres Gesundheitswesens, das diesen Gedanken der Mannschaft so in den Mittelpunkt stellt. Wenn man Reformbedarf anmeldet, ist man immer in der Gefahr, undankbar gegenüber der Vergangenheit zu sein. Vielleicht, weil ich nicht Arzt bin, nicht die Ausbildung genossen, durchlitten, was auch immer hat, bin ich vielleicht etwas gnädiger als Eckart von Hirschhausen, denn bei aller Kritik werden die Menschen in Deutschland nicht deswegen so viel älter als in vielen anderen Ländern, weil wir eine so ungesunde Lebensweise und ein schlechtes Gesundheitssystem haben. Aber das Älterwerden führt eben auch in dramatischer Weise dazu, dass uns die Folgen, beispielsweise lebensstilbedingter Erkrankungen, die deutlicher werden, wenn Menschen älter werden, die Folgen von Mehrfacherkrankungen, chronischen Erkrankungen deutlich stärker bewusst werden. Und deswegen, so wie wir der Spezialisierung, der Fokussierung auf einzelne Krankheitsbilder, an anderes mehr großartige Erfolge verdanken, wir jetzt sicher auch in einer Phase sind, wo wir die Frage stellen müssen, hat diese Spezialisierung dazu geführt, dass zu wenig die Gesamtbetrachtung der Situation einer Patientin, eines Patienten in den Blick gerät? Wie machen wir, anders ausgedrückt, aus den vielen guten, ja sehr guten Leistungen einzelner Beteiligter eine wirklich bestmögliche Mannschaftsleistung? Und das ist natürlich etwas, was sich Ihre Arbeit als Bundesverband Managed Care geradezu aufs Panier geschrieben hat, das zu verbessern. Und wenn Sie sich die Gesetzgebung dieser Legislaturperiode ansehen, und die Zeit lässt es nicht zu, sie im umfassenden Sinne, und das wäre dann für Sie, mich und die Zeit, erschöpfend darzustellen, dann ist jedes dieser Gesetze im Grunde ein Gesetz, das das Ziel hat, die Vernetzung von Akteuren zu befördern.
Das ist so beim Versorgungsstärkungsgesetz, da hat man sich über manches aufgeregt, weil man von der Terminservicestelle sofort mehr versteht als von dem Innovationsfonds. Aber wir sehen jetzt, was der Innovationsfonds vorantreibt, und dazu werde ich gleich etwas noch sagen. Wir haben beim Thema Hospiz- und Palliativversorgung in den Mittelpunkt gestellt, wie verzahnen wir vor Ort die Aktiven in Hospizbewegung, in ambulanter palliativmedizinischer Versorgung, in Palliativpflege, die Gesundheitshandwerker und viele anderes mehr, um in der Situation der häuslichen Pflege am Lebensende und Betreuung wie auch der Betreuung in der Altenpflege die Beteiligten so zusammenzuführen, dass es nicht zu unnötigen Überweisungen ins Krankenhaus kommt. Dass Menschen nicht wenige Tage, vielleicht sogar Stunden vor ihrem Lebensende aus einer Pflegeeinrichtung oder von zu Hause in ein Krankenhaus gebracht werden, nicht weil irgendjemand glaubt, ihnen dort noch helfen zu können, sondern weil an der anderen Stelle, dem Lebensort zu Hause oder in der Altenpflege, die Beteiligten sich überfordert fühlen oder unsicher sind, was sie oder er noch gewollt hätte an Behandlung, an Kampf um Lebensverlängerung und anderes mehr. Hospiz- und Palliativgesetz, also auch ganz stark ein Vernetzungsgesetz. Wir haben in die Krankenhausreform unter die Überschrift einer qualitätsgetriebenen Arbeitsteilung zwischen den Kliniken gestellt. Dazu muss man sich einigen, wie misst man Qualität? Dazu muss diese Messung verständlich übermittelt werden und dann soll und kann sie Konsequenzen beispielsweise für die Krankenhausplanung haben. Eckart von Hirschhausen hat vorhin das Transparent, Folie an die Wand geworfen mit dem Thema Neonatologie. Sie alle kennen das Ringen um die Qualitätsvorgaben. Und es muss einen beschäftigen, wenn in Ländern, die dies weitaus zentralisierter anbieten, es noch mehr als bei uns, auch bei uns gelingt hier sehr Eindrucksvolles, aber eben überall da, wo schon in guter Weise Spezialisierung stattfindet. Und wenn wir Menschen davon überzeugen wollen, dass dies richtig ist, es ist ja nicht nur der Bürgermeister, der auf die Bäume klettert, wenn die Frage ist, wie eine Mindestmenge erlaubt, in unserem Kreiskrankenhaus, unserem örtlichen Krankenhaus, nicht mehr diese oder jene Leistung anzubieten. Da unterschreibt schnell der ganze Ort und sagt, die müssen doch hier bleiben. Ein kleiner Ort ist ein mittelgroßes Krankenhaus, schnell der wichtigste Arbeitgeber am Ort. Das sind ja auch Argumente, die man ernst nehmen muss. Die Angebundenheit in die ambulante Versorgungssituation, die Kenntnis der persönlichen Lebensbedingungen, vieles andere mehr. Und trotzdem gibt es Bereiche, wo es eben nicht um Ortsnähe und gute Erreichbarkeit in erster Linie gehen muss, in einigen Bereichen sehr wohl, immer dann, wenn schnell entschieden werden muss, sondern wo Spezialisierung und kluge Arbeitsteilung der richtige Weg ist. Deswegen die Gründung des Unabhängigen Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen. Deswegen die Vorgabe, Qualitätsberichte zu erarbeiten. Im letzten Jahr sind die ersten Qualitätsindikatoren erarbeitet worden, damit Qualitätsberichte übrigens unter Einschluss von Patientenbefragungen auch verständlich sind. Dass ich nicht auf das Ranking einer Zeitung oder wen auch immer angewiesen bin, sondern dass ich sage, ich habe einen verlässlichen Wegweiser. Und wenn es diese Verständigung auf Qualitätsmaßstäbe gibt und die transparent werden, dann wird dies auch durch die Entscheidung der Patienten und Patienten bei Eingriffen, bei denen sie selbst den Zeitpunkt bestimmen können, dazu führen, dass sich die Krankenhauslandschaft weiterentwickelt, und zwar so, wie sie sich weiterentwickeln muss, nämlich von dem Patientenbedarf ausgehend. Wir haben Instrumente in der Vergangenheit für Krankheitsverläufe, Disease Management Programme. Depressionen, das Stichwort fiel. Wir haben erstmalig im Versorgungsstärkungsgesetz den gemeinsamen Bundesausschuss beauftragt mit einem Disease Management Programm für Depression. Also wollen diese Chronikerprogramm, frühe, richtige Diagnose, leitliniengerechte Behandlung, die wir bisher in somatischen Erkrankungen haben, mit der Depression erstmalig auch in den Bereich einer seelischen Erkrankung hineinbringen, um auch dort Erfahrungen zu sammeln. Wir haben das E-Health-Gesetz. Wer meint als das die elektronische Gesundheitskarte, die auch ich im Portemonnaie habe, mehr Informationen enthält als ein wunderschönes Foto? Das ist ja denkbar. Und auch da sind Stichworte gefallen worden. Arzneimitteltherapiesicherheit. Wir haben im letzten Jahr im Kabinett es fortgeschrieben. Das Konzept Arzneimitteltherapiesicherheit, das hoffentlich dann ab
nächsten Jahr, baut auf einem elektronisch verfassten Medikationsplan, der all denen, die mehr als 3 Medikamente regelmäßig nehmen, in guter Weise hilft, Arzneimittelnebenwirkungen, die geschätzt zu 250.000 vermeidbaren Krankenhauseinweisungen in diesem Jahr Land führen pro Jahr, dies zu vermeiden, immer in der Kombination von solche Dinge sichern Lebensqualität, schützen Menschen vor unnötigen Belastungen und sind ein Beitrag zur langfristigen Finanzierbarkeit unseres Gesundheitswesens. Ich habe das Stichwort Innovationsfonds angesprochen. Wir haben damit das klare Signal setzen wollen und wir sind jetzt ja in der Situation zu sehen, wie viele sich mit klugen Ideen beworben haben. Mit 300 Millionen in diesem Jahr und dann jedem Jahr 4 Jahre weiter, also insgesamt 1,2 Milliarden zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, statt Mauern Brücken zwischen den Sektoren zu bauen, die Versorgungsforschung zu stärken. Und wir sehen jetzt, nachdem über die ersten Förderwellen entschieden wurden, wir hatten schon im ersten Jahr, haben wir erstens mit, also der Innovationsausschuss, allen Dank, die da mitgetan haben, Wissenschaft, der Beirat hat geholfen, viele andere mehr, man hätte weit über 1 Milliarde schon im ersten Jahr ausgeben können, das zeigt, viele, viele Ideen sind angestiftet worden und wir hoffen natürlich, dass Bewerbungen schon als solche einen Schub gehen, weil sie eine Partnerschaftskultur auslösen, aber doch super attraktiven und spannenden Themen mit auf den Weg gegeben. Ich will mal 4 Beispiele nennen. Es gibt ein Versorgungsforschungsprojekt, das sich mit dem Thema der Medikation bei Schwangeren beschäftigt, weil wir da wenig wirklich verlässliche Informationen haben. Und die führen dann dazu, dass die Sorgen einer Schwangeren, soll ich das Medikament, das mir wegen meiner Erkrankung verschrieben wird, nehmen oder schadet das dem ungeborenen Kind? Und wenn dann die Information lautet, wahrscheinlich nicht, aber wenn Sie ganz sicher sein wollen, verzichten Sie vielleicht doch lieber. Dann bleibt entweder ein Leiden unbehandelt oder ein Mensch wird einfach mit einem Risiko ohne eine wirkliche Hilfe zur Einschätzung alleingelassen. Es gibt den Wunsch hier entsprechend mit einer umfassenden Auswertung klinischer, epidemiologischer Daten, Routinedaten, anderes mehr, den Grundstein wirklich zu legen für höhere Arzneimitteltherapiesicherheit auch und gerade für Schwangere. Wir haben im Pharmadialog das Thema angesprochen, Kindermedikation. Aus ethisch verständlichen Gründen wenig klinische Studien allein für Kinder, aber die Überzeugung, dass sozusagen ein Kind in erster Linie mal ein gewichtsreduzierter Erwachsener ist, nachdem man dann sozusagen mit entsprechender proportionaler Absenkung der Medikation wohl einen guten Treffer landet, die ist schon durch die Kenntnis unterschiedlicher Stoffwechselgeschwindigkeiten so deutlich in Frage gestellt, dass einfach auch hier mehr erfolgen muss im Hinblick auf eine bessere Information für kindgerechte Medikation. Hier soll ein digitales Kinderarzneimittelinformationssystem erprobt werden, um eine kindergerechte Medikation anbieten zu können. Es gibt das Thema Herzinfarkt, schnelle Notfallrettung im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo auch Menschen, die bestimmte Informationen erhalten haben, schnell entsprechend vernetzt werden, damit man sie im Zweifel einsetzen kann, schnell holen kann. Viele Menschen machen auch auf der Insel Usedom Urlaub. Die werden sich freuen, wenn wir uns dort Mühe geben, alle Akteure so zu vernetzen, alles Wissen so zu vernetzen, dass wer Not am Mann, an der Frau ist, wirklich geholfen werden kann. Und das sind Dinge, das ist das Ziel des Innovationsfonds, wenn es dort sich bewährt, die für viele andere Flächenkreise gut einsetzbar sind. Und schließlich geht es um die Frage, wie wir medizinisches Wissen im Zweifel auch durch entsprechende Kooperationsverträge, die wir erleichtert haben, in die Altenpflege tun, hineinbringen. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass wir gerade am Lebensende oder auch in der pflegerischen Phase, dass wir da alles tun müssen, dass unnötige Krankenhauseinweisungen unterbleiben. Beispiele also aus dem Innovationsfonds, wie wir dies befördern wollen. Brücken bauen, nicht nochmal hier ein Bild vorhin an die Wand geworfen, mit der Verlängerung immer mehr des
Zäunchens, das doch nicht die Patientinnen und Patienten stoppen kann. Ich glaube, dass die Informationszunahme Menschen dazu veranlassen wird, auch die Profis salopp gesagt unter Druck zu setzen, dass auch das auf Seiten der Akteure, der Leistungserbringer bessere Vernetzung erfordert. Ja, und ich füge an, das wird auch auf das Rollenverständnis vieler Berufsgruppen Einfluss haben. Wir hatten am Beginn der letzten Woche OECD-Gesundheitsministertreffen in Paris. Da war eine Thematik, genau diese Frage, wie ändern sich die Berufsbilder in den verschiedenen Gesundheitsberufen, wenn wir hin zu mehr vernetzter Versorgung kommen. Neue Berufsbilder, unterschiedliches Selbstverständnis. Man merkt gerade in besonders herausforderungsvollen Situationen, etwa am Lebensende, wenn ich in die palliative Versorgung gehe, mit welcher hohen Respekt dort etwa Tumorspezialistinnen und Tumorspezialisten über das reden, was eine Physiotherapeutin, eine Palliativschwester, ein Krankenpfleger, ein Gesundheitshandwerker, andere im Team leisten, dann wird gerade an solchen Situationen deutlich, dass der Einzelne bei bestem Wissen, bei bestem Fachwissen häufig nicht in der Lage sein wird, eine angemessene, eine menschengerechte Hilfe zu machen. Also, unsere Gesetze sind alles Vernetzungsgesetze. Das nehmen Sie wahr. Bundesverband Management Care hat schon jetzt veröffentlicht, 2 Monate ist her, gesundheitspolitische Impulse für die Bundestagswahl 2017. Ich zitiere daraus: In den letzten Jahren wurden viele Reformbaustellen im deutschen Gesundheitswesen angepackt. Herzlichen Dank. Damit sei es gelungen, wörtlich, Zitat, Dynamik in die Suche nach Versorgungsverbesserung zu bringen, Zitat Ende. Und dann geht es weiter. Dennoch, Doppelpunkt, die Überwindung von Schnittstellen, Sektoren und Professionsgrenzen sowie die konsequente Ausrichtung des Gesundheitssystems auf die Bedürfnisse der Patienten bleiben die entscheidenden Herausforderungen. Ich fasse das für mich so zusammen, dass wir einiges geschafft haben, aber noch viel zu tun ist. Und insofern freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Herzlichen Dank.